Glück auf und willkommen zurück in der Belagerung vom Burg Ribelet. Schützen gibt's keine mehr, die haben wir alle richtig schön weggefriemelt. Und wenn, gibt's nur noch ein, zwei versprengte. Das heißt, aktuell haben wir es hier eigentlich mit Nahkampfratten zu tun. Der Turm bewegt sich nicht mehr gut. Der soll sich auch erstmal nicht groß bewegen. Wir wollen noch schön weiter feuern. Sind nämlich immer noch weit über 100 Feinde hier drin, was mich sehr, sehr, sehr traurig macht. Dadurch ist es natürlich fraglich, ob wir es in diesem Rutsch schaffen, das Ganze hier einzunehmen, denn ich will nicht unnötig meine Krieger gefährden. Also bolzt den Feinden jetzt einfach alles ran, was ihr habt. Und wenn sich solche Gelegenheiten bieten, ist der Peter immer vor Ort. Wir gehen so langsam doch dezent die Bolzen aus. Was mich nicht besonders freut. Also den Schild kriege ich wohl nicht mehr kaputt. Ein Bolzli habe ich noch. Imperiumsfäuste, kommt mal zu mir bitte. Habe ich von euch welche auf dem Feld? Ich denke eigentlich schon. Da gucken wir nämlich mal, ja, da rücken sie doch an, da gucken wir nämlich mal, dass wir den Turm hier ein bisschen bewegen. Ah, meine Leute haben fast keine Munition mehr, schade aber auch. ...44 Gegner. 45, wir schießen die trotzdem ganz gut zusammen. Was ist jetzt hier mit den Fäusten des Imperiums? Wir müssen mal ein bisschen schieben, also kommt mal ran hier jetzt. Wir schieben jetzt hier den Turm. Was anscheinend nicht so gut funktioniert. Ich dachte, die müssen vielleicht nur in der Nähe sein, damit das klappt. Aber anscheinend klappt das nicht. Meine Schützen haben auch keine Munition mehr, ey. Ah. Da müssen wir uns jetzt zurückziehen, es geht nicht anders. Ja, die ganzen Fürsten waren noch das Problem, die sich mit hier drin gesammelt haben. Aber gut, wir kriegen jetzt jede Menge neue Scharfschützen dazu. Hier nochmal befördern, da nochmal befördern. Also mit der nächsten Angriffswelle sollten wir es doch dann eigentlich auch mal haben. 66 Stunden, die Zeit läuft. Verschwinde, ich habe kein Interesse, mich mit dir auf offenem Felde zu kloppen. Meine Schützen sind eigentlich hier, um die Burg zu erobern. Und das werde ich auch tun, denn wir haben die weit genug nach unten gebuttert. Könntest du mir helfen? Das wäre voll nett, du Rodok-Mensch. Ich nehme jede Hilfe gerne an. Königreich Notz und Königreich Rodoks bekloppen sich gegenseitig. Da werden sie beide bekloppt. Ah! Entschuldigung, der musste sein. Der musste jetzt. Der war schlecht, aber der war schlecht. Na gut, also wenn ein schlechter, dann... ich laber so einen Unsinn. Kann mir bitte jemand ein Kantholz überbraten? Dann einfach fesseln, Stein an die Füße. Und ab aufs Meer. Fertig. So, jetzt müssten wir doch eigentlich am nächsten Tag mal... Geht doch. Bloß gut, hier sammeln sich nämlich gerade so viele Feinde, auf die habe ich überhaupt keine Lust. So, wo sind denn die Schützen? Viele dürfte es ja nicht mehr geben. Bist du einer? Nee, du hast ein Schild.
125 Mann stehen unserer Armee entgegen. Na gut, hier dauert es jetzt natürlich ein bisschen mit den Erfolgserlebnissen. Weil jetzt sind es ja nur noch Nahkämpfer, da müssen die Schilde erstmal weg. Wer bist du denn? Da sind noch zwei Schützen, ich habe sie genau gesehen. Holt's euch. Den ersten habe ich. Der andere ist da hinten gut versteckt. Scheint noch ein Scharfschütze zu sein, wenn ich das richtig sehe. Machen wir schon mal bereit für die weiteren Befehle. Weil wenn der Turm steht, da wollen sie ja alle wieder stürmen. Das lasse ich aber nicht zu. Wie lange braucht ihr denn, um den kleinen Turm da mal ranzuschieben oder was? Meine Elite-Schwertkämpfer dürsten zwar, aber... Okay, jetzt geht's rund. Ihr dahin, Schützen nach vorne. Einen schönen Hügel haben wir hier nicht in der Nähe, ne? Nee, schade. So, dafür machen meine Schützen jetzt ordentlich Wind. Steht da ein Fürstli rum? Beziehungsweise stand. Da ist direkt der nächste. Das müsste dieser Beranz sein, glaube ich. Jetzt ist er jedenfalls mit dem Bolzen im Topf gesegnet. Lasst mich sofort an die ganzen Ritter ran. Au, ist ja gut. Geh weg. Push. Ja gut, meine Fräse. Geh weg. Einfach drauf, Freunde. Aua, doch nicht ihr. Ich meinte damit eigentlich meine Schützen. Ey, lasst das mal bleiben, bitte. So ein scheiß Armbrustgedönse fangen wir nämlich gar nicht erst an. Dass das mal klar ist. Alleluia. Song. Song. Zong. Zong. Ich hab grad Spaß. Ey. Immer schön prop. Wie? Ich hab doch voll auf den Kopf gezielt. Geh weg. Wie gehen die Bolzen aus? Verflucht sollt ihr sein. Wie, der ging durch. Hör mal. Voll in die Phrase oder was? So, wie sieht's denn aus? 63 Gegner noch. Ist sehr gut. Meine Schützen haben eiskalt keine Muni mehr. Geht's jetzt nicht anders. Ich muss mal ein paar Leute in den Angriff schicken.
Meine Schützen würde ich nur ungern dahin schicken, offen gesagt, aber... Das sind immer noch immerhin 60 Mann, ja? Das wird nichts, müssen wir uns wieder zurückziehen, so ein Dreck. Dass dieser blöde Kleis aber auch unbedingt abhauen musste. Wir hätten es längst geschafft. Hey, guckt euch mal den Feind an, hier ist doch nichts mehr. Beginnt mit dem Bau, aber zack. Wäre natürlich schön, wenn ich jetzt nochmal meinen Kleis begrüßen dürfte, so zum Abschluss. Aber wir schaffen es auch alleine. Der erste Belagerungstag ist vorbei von 2,5. Zweite Belagerungstag läuft an. Und dürfte ja eigentlich auch relativ schnell gegessen sein. Die Swarden haben mir nicht mehr viel entgegenzusetzen. Also mehr als die 2, 3 Fürsten hier, die... Mehr wird da gar nicht, mehr wird da gar nicht. So, und jetzt geht's gleich rund. Jetzt geht's rund, Miss Kunigund. 64 kampfbereite Moorrübenköpfe noch. Alle Schützen, Feuerbefehle, Feuer einstellen. Ihr spart euch die Bolzen, bitte. Ein paar fliegen hier trotzdem, weil nicht alle mit Fernkampfwaffen sind automatisch als Schützen eingeordnet. Was hättest du wohl gern, du Lappen? Du Hund! So macht man das. Noch einer! Boah, der hält aus. Ah, das war nicht hoch genug. Hab ihn. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich? Wie viele von euch hässlichen Rüben gibt's hier? Genau gesehen. Boah, nicht getreftet. Na, der soll ruhig ein bisschen mit seinen Speerzwiebeln rumknallen. Am Ende des Tages nutzt den das auch nichts. So. Kommt ein Lordli gefahren, setzt sich nieder auf dem Turm, die Armbrust gut gespannt. Jetzt geht's ab hier, Dedeldamm. Nee, ihr braucht gar nicht erst loslegen, hör mal. Sag mal. Nee, 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 nee. Alle zurück. So haben wir nämlich gar nicht gewettet, ja? So, die Schützen dürfen sich hier unten aber schon mal sammeln. Wer ist das schon wieder? Ich will das wissen. Ah, noch ein paar Kergit-Schützen. Schützen, Feuerbefehle, Feuer frei. Herzlichen Glückwunsch, ihr dürft loslegen. Euer Schicksal ist besiegelt.
Zong. Au! Wir ballern die hart zusammen gerade. Nur noch ein paar Gegner hier. Ey! Macht sie fertig! Immer Trupp! Kommt schon! Song. Und du kriegst eins mit der Imperiumsfaust! Oh shit. Okay, nochmal. Imperiumsfaust! Sag mal, willst du mich eigentlich? Imperiumsfaust! Geht doch. Leute, wir haben eine neue Burg. Ich schenk dir die Freiheit. Oh, was gibt's denn hier jetzt Schönes? Jetzt müssen wir erstmal gucken. Die Landsknecht-Kavalleristen, die hätte ich gerne mit. Den Landsknecht-Reiter auch. Die Nordhuschgals. Oh, da bin ich schon voll. Na, sieh mal einen an. Nehme ich euch mal noch mit. Gefangenes Gesindel. Ja, komm, zack. Bisschen Geld muss man ja auch mal hier, oder was? So. Erstmal schöne Burg klar gemacht. Jetzt müsste ich unbedingt nach Burg Winchcourt zurück. Und zwar bevor dieser Lappen hier so eine Scheiße abzieht. Herringhoff, du bleibst sofort stehen. Willst du nicht, das ist aber tragisch. Naja, aber das ist ein Belagerungsturm, da braucht er sowieso eine Weile, bis der steht. Also mache ich mich jetzt erstmal ganz entspannt zurück nach Burg Winchcourt und gehe in die Halle der Fürsten. Wo schon der nächste Fürst auf Land wartet. Oh, hier rennt ja ganz schön was rum gerade. Also jetzt geht's los. Aber Vasallen ein Lehen gewähren. Burg Ribelet geht an Belier. Der kann mich nämlich inzwischen auch schon gar nicht mehr so sehr leiden. Ebenfalls an den guten alten Belier. Rocherbad, willkommen. Harrig und Rocherbad, merke ich mir. Schreibe ich mir schnell mal auf. Harrig! Rocherbad! So. Na, ich würde sagen, so langsam landen wir doch auf einem trockenen Ast mit unserem Imperium. Wir haben jetzt schon haufenweise Fürsten, viele Burgen. Da kann nicht mehr viel passieren und ich glaube, zur Sicherheit würde ich jetzt vielleicht doch... Obwohl, Frieden ist gar nicht nötig. Die Swarden, die können nichts tun. Die Swarden sind am Ende ganz gleich, was sie versuchen zu unternehmen. So, die ganzen Gebirgsbanditen hier verleibe ich mir auch mal schnell ein. Wir reiten mal schnell nach Uxkal rüber, schon wieder Geld. Und in Uxkal gehen wir mal in die Schenke und hoffen auf einen Lösegeld-Spezialisten. Haben wir auch einen. Das wollte ich eigentlich gar nicht, ich wollte das. Verkaufen, 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 verkaufen. Es muss alles raus hier. Winterschlussverkauf.
Landsknecht ließ euch, nehme ich gerne mit. So, Marktplatz, pass mal auf. Rüstungshändler, gibt es, was ich will? Nicht so wirklich, nee. Aber es gibt ein paar ordentliche Stiefel, die hier können weg. Ein paar ordentliche Handschuhe gibt es auch. Wie sieht's denn aus beim Waffenhändler? Alles nicht das, was ich will. Pferdehändler? Na, brauche ich jetzt auch nicht. Gut, da gucken wir jetzt erstmal in die Truppe. Ceremus, alter Schluckspecht, zeig mir mal deine Ausrüstung. Kriegst gleich mal hier bessere Handschuhe und neue Stiefel, die du nicht benutzen kannst, weil du ein kleiner Noob bist. Aber irgendwie muss ich doch die Stiefel mal geben können. Hier, pass mal auf, bei Hechtur zeig ich mal deine Ausrüstung hier. Guck mal da. Kriegst du das noch mit dazu? Da sind wir allesamt gleich viel happier, ne? Na gut, Freunde, das war's für heute erstmal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.